Willkommen zu Dark Souls 2 Skull of the First Sin. Hier ist wieder euer Gonzo. Irgendwo im Drachentempel. Musste gerade nach dem Controller greifen. Den hatte ich weggelegt. Ja, ich habe den Ray weggeschickt. Mal gucken, ob die ganzen Drachenritter jetzt böse sind. Vielleicht auch, weil ich ihren Geist getötet habe. Keine Ahnung, was das für einer war. Schreibt es mir in die Kommentare. Und nö. Der ist nicht pissig da hinten. Dem ist es egal. Solange Ray nicht hier rumläuft und ihn angreift. Ich nehme an, weil Ray die alle als Gegner ansieht und die angreift, werden die dann pissig. Könnte daran liegen. Ich glaube, normalerweise mache ich den mit Zaubern, ne? Ich zauber den gerne weg. Oh, das macht aber auch gut Schaden. Ich habe euch ja beim letzten Mal gesagt, die gute Jay hier, meine Kriegerin, meine Dark Souls 2 Reckin, eine der bestaussehendsten Soul-Charaktere, die ich je erschaffen habe. Zum Glück habe ich das auf Video, wie sie gemacht wird. Wenn ihr euch das ursprüngliche Let's Play anguckt, der erste Run, da seht ihr, wie sie quasi nachgebaut werden kann. Sie ist nicht nur der Mod für meine... Au! Der Mod für meine Livestreams. Ich habe auch ihr Design in einen Merch-Shop eingereicht. Und zwar habe ich mich jetzt gegen diesen Merch-Shop von Streamlabs entschieden, weil ich immer nur höre, produziert in Billiglohnländern und man bekommt auch keine vernünftigen Angaben, wenn man da was kaufen will. Wollte meine Frau nämlich, die wollte nämlich nachgucken, ob man sich da nicht was bestellen kann, um zu gucken, wie die Qualität ist. Und da gibt es keine Angaben zur Größe oder Material und sonst irgendwas. Total auch undurchsichtig. Und deswegen habe ich mir jetzt einen seriösen Anbieter rausgesucht, der Merch für YouTuber herstellt. Und zwar Spreadshirt. Bei Spreadshirt kann man dann auch in Euro zahlen und nicht in US-Dollar. Und worauf ich hinaus will, ich habe Designs eingereicht, aber Spreadshirt checkt natürlich, ob die Designs unique sind. Na, ob das auch wirklich keine markenrechtlich geschützten Sachen sind. Das wird gerade noch geprüft, deswegen ist noch gar nichts spruchreif hier. Ich habe die Designs eingereicht und ein Design ist Jay. Jay von Dranglake. Mit dem Spruch unter ihrem Rumpf Dead but Fabulous. So, und wenn ich dieses Design verkaufen kann... Oh, Drachenzahn Villard, verdammt. Wenn ich dieses Design verkaufen kann, das wäre richtig geil. Natürlich habe ich auch einen kleinen Shop eingerichtet, wo dann bereits einige Klamotten und so und kleine witzige Sachen zur Verfügung stehen. Wie so ein Thermobecher. Ein Thermobecher mit Jay drauf. Wie geil ist das denn? Handyhüllen mit Jay drauf. Mit dem Spruch Fashion Souls und Dead but Fabulous. Mega geil. Finde ich total lustig. Au! Du nimmst ja auch gar keinen Schaden, du! Warum sollte ich gegen dich kämpfen? Ich will nicht kämpfen. Lass mich in Ruhe. Das ist nicht mit mir abgesprochen gewesen. Ich habe vergessen, dass du existierst. Ist nicht cool. Nicht cool. Ich wollte doch nur hier weg. Es gab keinen anderen Weg, ne? Da werde ich hier von Geist zu Geist. Wow. Hin und her verarscht und geschickt und so. Wie wär's, wenn ich dich jetzt tot spamme? Gegen Dunkelheit kommst du bestimmt nicht an. Da kannst du mit deinem Schwert noch so viel versuchen zu blocken. Idiot. Also Leute, wenn ihr Jay auch geil findet, ich weiß gar nicht, wo ich den Link habe, weil ich ja nicht weiß, ob das Design freigegeben wird. Guckt es euch zumindest mal an, wenn es irgendwie möglich ist. Wenn ihr auf meine Livestream-Seite geht, dann findet ihr in der Beschreibung den Link. Oh, Twitch! Twitch, geht auf meinen Twitch-Kanal. Genau. Geht auf Twitch mal nachgucken. Da sollte der Link hinterlegt sein. Haben wir noch so einen kleinen nutzlosen Stein? Ja. Dankeschön. Diese kleinen nutzlosen. Ich habe keine Ahnung mehr, wie man gegen diesen Drachen kämpft. Die Frage ist auch, wenn ich jetzt gegen den kämpfe, werden dann alle pissig sein? Sind die alle sauer? Werden die beim nächsten Mal alle auf mich losgehen? Das wäre schlecht. Die Frage ist auch, welche... Da ist bereits eine Nebelwand. Welche Waffe sollen wir benutzen?
Da ist bereits eine Nebelwand. Das gibt's doch nicht. Wen haben wir denn hier? Da könnten wir uns Hilfe holen. Das gibt's doch nicht. Ich wusste nicht, dass er hier ist. Durch den Nebel schreiten. Nein. Wir sind nicht in der Lage, was zu blocken. Davon gehe ich mal aus. Dieses Schwert wird mir gegen einen Drachen wahrscheinlich nicht helfen. Es ist auch verdammt langsam. Wir müssen ein schnelleres Schwert wählen. Meine Taktik war hinlaufen, auf die Pfoten hauen, weglaufen. Und das war's. Wir brauchen irgendwas mit einer hohen Feuerresistenz. Oh Leute, kann es sein? Kann es sein, dass das hier eine hohe Feuerresistenz hat? Ich weiß es nicht mehr. Mal gucken. Gehen wir mal durch. Das wäre natürlich schick. Da könnten wir auch sehr schnell, sehr leicht laufen. Was haben wir hier? Natürlich. Das hat auch natürlich eine sehr hohe Feuerresistenz. Ist ja bauchfrei. Das ist natürlich auch sehr schick. Vielleicht würde ich die Stiefel davon nehmen. Die Schuhe, die Armstulpen. 38 Feuer. Wie sieht es denn mit dem Feuermagierrock aus? Weil das Ding habe ich ja nicht. Nee, hier. Der hat eine wesentlich höhere Feuerresistenz. Weil ich die schwarze Rüstung natürlich nie aufgewertet habe. Wo sind denn die Stulpen? Vergleichen wir einfach nur genau das. Feuerresistenz 38. Jetzt die langen, dünnen Lederhandschuhe. Der Pyromantin. Der Wüstenpyromantin, das ist es nicht. Hier, gleich wieder erkannt. Oh, ein kleines bisschen zu wenig. Schade. Der, ja, die Krone, der Helm, die Krone bleibt. Hält uns lebendig, muss bleiben. Dann bräuchten wir Feuerresistenz. Magie benutzen wir gar nicht eigentlich. Das wäre... Moment, ich gehe voll dran vorbei, ne? Feuerabwehr. Feuerabwehr plus 3. Magie wollte ich nicht benutzen. Wäre wahrscheinlich besser. Vielleicht sogar Wunder. Vielleicht wäre ein Wunder geil. Ich weiß, die Maske des Pharaos, die mich nass macht, wäre natürlich von Vorteil. Der ist tatsächlich sofort pissed. Der ist sofort hier geraged. Und weglaufen. So war es doch, ne? So war die Taktik. Hin und weglaufen. Ich bin hin und weg. Oh ja. Ich bin hin und weg von dir. Okay. Beste Taktik der Welt. Mach mal. Deinen flammenden Atem. Und weg. Und weg. Weg, 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 weg. So gerade wie nur möglich. Weg von ihm. Oh, okay. Okay, jetzt hätte ich wieder zurücklaufen müssen. Das wusste ich nicht. Karl, wie kannst du sowas nicht wissen? Und weg. Das ist ja... oh Mann, schnell weg. Nicht gucken. Nicht gucken, laufen. Aua. Das lief aber damals besser. Beim zweiten Versuch. Beim zweiten. Zieht euch mal die Schnauze an. Der ist sowas von der gefakte uralte Drache, ne? Keine Ausdauer mehr. Okay. Und jetzt? Was machst du? Willst du nochmal Feuerspein? Ja, das ist doch blöd. Feuerspein ist blöd. Nein! Okay. Das war jetzt mein Fehler. Habe ich ihn versehentlich gerade anvisiert? Oder war das eben? Ach ja, mein Fehler. Hoffentlich tragen mir die anderen das nicht nach. Wir sollten jetzt aber auch, glaube ich, schneller dahin kommen, oder? Da sollten wir schneller durchkommen. Muss ich die Tür wieder öffnen? Das wäre ja echt ätzend. Krass ätzend. Dann brauche ich erstmal mein schweres Steinschild wieder. Ey, Leute, ich habe immer noch eine Quick Roll. Guckt euch das mal an. Hier. Wie quick die auch ist. Die ist quicker als bei Dark Souls 1. Hier gibt es ja keine Midroll mehr, ne? Vielleicht sollten wir doch mal aus Spaß mal das schwarze Schwert probieren. Das ist ja eigentlich ein falscher Drache, vielleicht sogar ein Mensch gewesen, oder? Seht ihr? Seht ihr mein... Oh, Fug. Ah!
Au, das... Okay, da killt er mich einfach mal. Damit sind 70.000 Seelen weg, aber was soll's. Tja, hätte ich mal mein geiles Schwert genommen. Das geile Schwert, was wirklich dicken Schaden macht. Nicht dieses kleine Pissschwert mit Magieschaden. Das richtig geile Schwert. Das harte Schwere. Was wirklich hämmert. So. Am besten das Rauchritterschwert nehmen. Warum macht er so einen großen Schaden durch das Schild auch durch? Manchmal macht er voll durchs Schild durch. So von oben. Ich nehme an, wegen Magie, ne? Da ist ein Zauber hinter. Komm, jetzt bleib doch mal stehen. Dass er die jetzt nicht aggro macht hier. Den Aggro-Pult. Zack, guckt euch das an. Was für ein geiler Schaden. Drachenamulett. Ich wollte eigentlich zurückwechseln, so. So einen kleinen schimmernden Lebensstein. Dann hier der nächste. Die sind ja irgendwann alle weg. Nimm doch das Schild, ich habe Dreieck gedrückt. Ah, Mann. Ja, die hört aber nicht auf zu schlagen, ne? Die hört nicht auf. Gerade eben lief das alles so schön. Okay, ich sollte nicht versuchen, zweihändig gegen die zu kämpfen. Mit dem Schild. Schon mit dem Schild. Ich bin zu gierig, ne? Da reicht mir der extreme Schaden einfach gar nicht mehr. Also ein schönes Kostüm, ne? Obenrum so dick und untenrum dann so locker leicht. Das ist, wie nennt man das? In der Jahreszeit, wo man morgens mit Jacke raus muss und tagsüber sich kaputt schwitzt. Wo man dann im T-Shirt rumläuft und hat dann Pullover und Jacke die ganze Zeit bei sich und ist genervt und denkt sich, Mann, warum muss ich den ganzen Scheiß mit mir rumschleppen? Was ist das? Wechselzeit zwischen... Irgend so eine Zeit. Meine Frau sagt das immer. Ich habe ja keine Ahnung von Kleidung. Ich gehe dann meist trotzdem mit T-Shirt raus und friere ein bisschen und später muss ich dann halt nichts mit mir rumschleppen. Typisch Mann. Übergangszeit, so. In dieser Übergangszeit. Ich meine, wir sind noch lange nicht in der Übergangszeit. Da fing meine Frau an, hat der Kleinen dann eine Jacke, glaube ich, mitgegeben zur Schule. Meint ihr, in der Übergangszeit, da muss man auch schon mal morgens eine Jacke oder einen Pullover und so. Eine dicke Hose morgens. Was? Da konnte ich das Schild nicht mehr hochnehmen. Ist ja fies. Ein Drecksack. Dass ich jetzt hier hänge, hätte ich nicht gedacht. Warum tun wir das überhaupt? Warum hänge ich hier? Warum mache ich mir die Mühe? Ich muss die nicht platt machen. Und beim ersten Mal lief das so gut. Wieso kann der unendlich lange mit seinem Kolben schlagen, die Sau? Steck den Kolben weg. Keiner ist beeindruckt. So. Ich laufe einfach durch. Die Seelen sind null. Wir haben alles verloren. Was aber auch typisch ist, denn die Bosse geben viel zu wenig Seelen, als dass ich noch aufleveln könnte. Dafür bin ich viel zu geil gelevelt. Wir laufen einfach durch. Scheiß drauf. Sofern uns alle lassen. Denen ist das egal, ne? Der Drache scheint mit denen nicht viel gemein zu haben. Also, die scheinen nicht irgendwie... Ach, dieser Geist, der da war, dieser Doppelschwertgeist. Ist das vielleicht ein Geist, der immer nur da ist, wenn der Drache irgendwie sauer ist? Jetzt konnte ich ihn gerade blocken. Habt ihr es gesehen? Jetzt nicht. Jetzt hat er mir Schaden gemacht, wenn er von oben haut. Plötzlich. Wow. Diese Sau. Okay, dieser Typ wird einfach gleich auf Distanz mit schwarzen Bällen beworfen. Mit schwarzen Wattebäuchchen. Bis er tot ist. Bis er blutet. Den müssen wir platt machen. Der nervt. Die anderen werden einfach umgangen. Gerade eben lief das so einfach, ne? Beim ersten Versuch bin ich da durchmarschiert. Wie ein junger Gott. Und jetzt kommt sowas. Das muss an der Kleidung liegen, die lenkt mich ab. Diese Rüstung, die bloß den Wirbel bedeckt. Nur den Wirbel. Hinten. Sehr sexy. Die Schmelzerdämonenrüstung.
Die müssen wir auch noch machen, den zweiten Schmelzerdämon. Das heißt, ich muss hier das ganze Gebiet cleanen. Das ganze Gebiet, die dürft mir zugucken diesmal. Das mache ich nicht offline. Ihr guckt zu, wie ich das ganze Gebiet platt mache. 15 Mal oder so. Ihr dürft hier live dabei sein. Ja, nicht ganz live. That's live. Ha. So. Versucht das mal. Guckt euch das an. 3 Treffer weg. Oh, habe ich so einen Ärger mit. Was kann dieser Drache eigentlich wirklich auf Distanz? Wenn wir das mal ausreizen gleich. Einfach mal mit Magie versuchen. Wäre auch mal... Ich kann ja verschiedene Sachen ausprobieren. Ich muss ja nicht den perfekten Lösungsweg nehmen und hin und her laufen. Jetzt habe ich keine Quick Roll mehr. Nicht mit diesem Schwert. Okay, der schimmernde Ritter ist weg. Dann diesen Schild nehmen. Jetzt sind wir wieder federleicht. Kristallseelenspeer. Wahrscheinlich müssten wir halt wirklich Blitzspeere oder so nehmen, um gegen ihn zu kämpfen. Oh nee, der erste Angriff muss so erfolgen. Er macht ja sein Feuer. Macht ein bisschen mehr, ne? Macht ein bisschen mehr. Her. Lauf. Genau, sehr gut gemacht. Sehr gut gemacht. Das mit dem Ausweichen war sehr gut. So. Jetzt schnell zurück. Ich wollte eigentlich zaubern, ne? Egal. Nein, jetzt erstmal schnell weg. Na, nicht mehr rechtzeitig. Hier stehe ich gut. Hier stehe ich gut. Nein, nichts anvisieren. Nichts anvisieren, weglaufen. Der schwebt. Ich bin ganz an der Kante. Weiter weg kann ich nicht. Okay. Nur so zum Spaß. Ja, geil. Ist das alles? Ist das noch Punkrock? Ich glaube nicht. Das nennst du einen Kampf? Okay. Wenn ich jetzt wüsste natürlich, wo der Boden zu Ende ist. Das wäre natürlich geil. Okay, du bist aber... Wow, der schießt das auch noch weit vor sich her. Diese Zauber machen nicht so viel Schaden. Ich nehme halt an, Blitze. Ne? Blitze wären es an der Stelle. Blitze wären das schon geiler. Haben wir aus Dark Souls 1 gelernt, aus dem Intro. Was machst du jetzt? Wie geil, dass den einfach trifft. Okay, ich glaube, der hat mich jetzt. Der hat mich auf jeden Fall. Ja. Hat nicht irgendwer geschrieben, der ist total einfach als Magier? Wie geil. Guck mal her. Na, so einfach ist es nicht. So einfach macht ihr es mir nicht. Ich laufe diagonal. Das heißt, egal, wo er hinfeuert, trifft mich nicht. Guter Plan. Guter Plan. Ich habe wieder einen Kristallseelenpfeil. Setze ich den auf deinen Kopf? Ja, den setze ich auf deinen Kopf. Hier kannst du mich ja unmöglich ankeksen, du. Hätte ich bloß diesen, hier, meinen Zaubermultiplikatorring. Das wäre geil gewesen. Leute, wir laufen jetzt einfach im Kreis. Das ist ja echt öde. Hat er aufgegeben. Jetzt bin ich an seinem Schwanz. Ist gefährlich, ne? Schwanz ist bestimmt gefährlich. Ja. Ist klar. So aber nicht. So bist du nicht gefährlich. Und leider kann man den hier nicht abschlagen, ne? Der dreht sich in meine Richtung, die Sau. Der dreht sich in meine Richtung. Wow. Den zweiten konnte er nicht ansetzen. Zeit für das Schwert. Oh ja, wir machen nochmal mehr Schaden, wenn wir das zweihändig nehmen. Natürlich.
Jetzt lauf, 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 lauf. Ich war so nah an ihm, so lange nah an ihm dran, dass ich davon ausgehe, dass er jetzt hochfliegt. Ja. Jetzt bitte die nächste Attacke triggern. Distanzfeuer. Wie du es immer machst. Bitte einmal Distanzfeuer machen. Fuck. Oder auch nicht. Bitte, bitte Feuer. Ja, mach das. Jetzt laufen wir weg. Lauf, 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 lauf. Renn, 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 renn. Nicht nur laufen, rennen. Lauf, 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 lauf. Wir sind weit genug. Macht keinen Auflauf, nicht hier draußen. Macht ihn drin. Wer von euch hat... Was macht er da? Wer von euch hat Disenchantment gesehen? Disenchantment, die Serie von Matt Groening, vom Simpsons-Macher. Die neue Serie vom Simpsons-Macher. Wer hat sie gesehen? Der zieht nach links, das ist auch unfair. Mit der Prinzessin Bean. Rollen können wir, wie in Dark Souls 1, wie es mir geraten wurde. Ich habe vergessen, wer das war. Dark Beer 666 hat das gesagt. Du kannst rollen, denk dran. Auch wenn du nicht dingsen kannst. Zack, auf die Fresse. Habe ich einen Angriff verloren? Oh, immer im Kreis, immer im Kreis. Niemals vergessen, immer in Bewegung bleiben. Denk dran, auch wenn du nicht mehr laufen kannst, du kannst immer noch... War das alles? Du kannst immer noch eine Rolle machen, wenn du nicht mehr laufen kannst. Das gibt's doch nicht. Das macht er einfach mal viel zu nah an mir dran. Jetzt bin ich ja in einer ganz gefährlichen Gegend. Aber wie geil, dass er einfach nur diese dumme Attacke macht. Schön auf seinen Kopf. Der geht noch hinterher, so. So, Waffe wechseln. Der geht hoch. Mal gucken, was ich hier machen kann gegen das Feuer. Okay, mich zumindest in Sicherheit bringen. Kristallseelenspeer ist nachgeladen. Komm, mach eine Distanzattacke. Ja, komm. Einen dritten Schlag angesetzt. Wie geil. Jetzt lauf. Lauf, 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 lauf. Mach einen Auflauf. Hatte ich eben den falschen Zauberstab ausgerüstet? Habe ich deswegen schwächer gezaubert? Immer den richtigen ausrüsten. So. Ah, mit der linken Hand zum rechten Stick greifen und jedes Mal erwischt er mich. Ich habe dann immer noch genug Zeit zum Nachladen. Gucken wir uns mal die Umgebung an. Okay. Was? Genau da, wo ich hin wollte, schießt er hin. Wow. Nein, 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 nein. Das hat er viel zu lang gezogen, viel zu lang gezogen. Da konnte ich nichts machen. Ah, wäre ich einfach stehen geblieben, hätte was getrunken, vielleicht dann. Tja, diesmal hält er ein kleines bisschen, ein ganz kleines bisschen mehr aus als beim letzten Mal. Egal. Na egal. Ich habe zwei schöne Folgen aufgenommen, damit ist Freitag und Samstag gerettet. Das nächste Mal, wenn ich aufnehmen kann, ist Samstag. Deswegen. Ich habe bis Samstag alles fertig und hochgeladen. Das ist schön. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Macht's gut. Ciao und bye-bye. Ciao auch bei von Sexy Jay. Denkt dran, im Merch-Shop ist Jay eventuell bald zu kaufen. Bis dann, euer Gonzo aus Dark Souls 2, Scholar of the First Sin.